Tut mir leid, Henry. Vielleicht später. Lass uns lieber irgendwas anderes machen. Ja, cool, oder? Henry, ich würde lieber... Aufpassen. Das Bett ist kaputt. Jetzt schon? Wir könnten eine Kissenschlacht machen. Die haben die Hunde zerbissen. Und wo sind deine Spielsachen? Haben die Hunde zerbissen. Autos? Die Hunde. Comics? Die Hunde. Hast du irgendwelche Spielsachen dabei? Nein. Die habe ich vergessen. Sehen wir uns doch Rapper Zappa an. Toreador, du schießt bloß kein Eigentor. Was hat er gesagt? Rapper Zappa hat gesagt, alle Aliens müssen sterben. Glaube ich. Die Aliens? Welche Aliens? In dieser Folge kommen doch gar keine Aliens vor. Oh, na endlich. Stimmen für die Schlussarie. Können du und dein kleiner Freund uns aushelfen? Ihr könnt die singenden Elfen sein. Ach, Mami, ich war beim letzten Mal schon eine singende Elfe. Tut mir leid, aber ich müsste schon längst im Bett sein. Gute Nacht. Tür auf. Was ist denn? Hast du Angst? Nein, ich habe vor gar nichts Angst. Aber ich sollte schon längst im Bett sein und... Naja, du hast gesagt, wir können unsere eigenen Regeln machen. Ach ja, stimmt. Hey, habt ihr einen Rasensprenger? Ja. Und einen Schlauch? Ja. Aber... Die Hunde? Die Hunde. Dann lass uns einfach schlafen. Hören die niemals auf. Manchmal kann ich besser einschlafen, wenn das Radio läuft. Oh ja, das ist viel besser. Auch noch Pippi. Du schaffst das, Henry. Komm, Henry, nimm einen großen Bissen. Ein Uhr? Oh, das ist ein neuer Rekord. Es tut mir leid wegen Henry. Papa, ich bin's. Henry? So easy being
so in der Art. Ich bin natürlich noch der Anführer. Und ich bin der zweite Anführer. Aber du hättest gleich nach uns beiden das Sagen. Ui, toll! Ich bin dabei, aber wir haben keine Zeit mehr zum Üben. Mach dir darüber keine Sorgen. Killerboy Reds, ich komme! Also, meine schrecklichen Helden, heute ist der große Tag. Ja, der Tag, an dem wir gewinnen. Und ihr landet auf dem letzten Platz. Ja, auf dem allerletzten. Was ist, wenn sie recht hat? Was ist, wenn wir wirklich die Letzten werden? Ach, bleib locker. Ich hab alles unter Kontrolle. Die Killerboy Reds Karten gehören schon mir. Schatz, ich bin schon ganz aufgeregt. Noch viel aufgeregter als Peter. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserem allerersten Schultalentwettbewerb. Als erstes sehen wir Alf. Und er versucht, den Schulrekord im Superhandstand zu brechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Los, zeig, was du drauf hast. Acht, neun. Also, als nächstes haben wir Gregor mit seinem genialen Gehirn. Stellt mir eine Frage, ganz egal welche, und ich kann euch bestimmt die Antwort sagen. Wer hat das Telefon erfunden? Das ist leicht. Alexander Graham Bell. Was ist die Hauptstadt von Portugal? Kinderspiel, Lissabon. Wer hat letzte Woche Linda die Antworten des Mathe-Tests für eine Tüte Süßigkeiten verraten? Ich war das. Das will ich genauer wissen. Ja, nun, so viel zu Gregor und seinem Gehirn. Und als nächstes sehen wir Laura und ihre Bauchrednerpuppe Dummerchen Susi. Ja. Warum kann meine Nase nie aufwärts laufen? Na, weil sie keine Füße hat. Das hätte ich doch sagen sollen. Du hättest sagen müssen, woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Die sind echt gut. Zu gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Publikum wirklich was zu lachen hat. Was hast du denn vor? Sie werden die Bühne gleich etwas überstürzt verlassen. Jetzt sag endlich was, Dummerchen. Voller Erfolg. Das war wirklich gemein von dir, Henry. Oh je, und jetzt kommt der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben. Ich möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen für Henrys schreckliche Helden. Zwei, drei, vier. Verschwinde! Sie haben ja nur so getan! Ins Direktorat, auf der Stelle! Du auch, Bert! Nicht zu fassen, ganz schön frech. Mein dover kleiner Bruder wird gewinnen. Dann sehe ich die Killerboy Reds doch noch. Oh, du schrecklicher Junge. Gut gemacht, Peter. Unser begabter Engel. Ja, gut gemacht, Zwerg. Wer hätte gedacht, dass dein Cello mir die Karten fürs Killerboy Reds Konzert verschafft? Das ist mir das dreimal Nachsitzen wert. Kill, Road, Kill. Was ist das? Echt super, oder, Henry? Wir sehen uns alle zusammen die lustigen Hippos und Eis an. Was? It's so easy being
Come home, Henry. Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, dormez-vous. Sonne les matines, sonne les matines. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa, ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne le Martine. Peter, nicht! Natürlich stechen Sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es! Genau! Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Sepper sehen. Juhu! Schneller! Das macht Spaß! So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui! Ab zum Teich! Oh, Brennnessel! Na los, du Schlafmütze! Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel! Der. Ich sehe ihn. Ich sehe den Teich. Hier ist eine Abkürzung. Los, kommt. Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Zappa. Wie kriege ich sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang. Wieder heimgehen? Oh, du hast dich ja richtig erkältet, Henry. Du bleibst schön da sitzen und ruhst dich aus. Ja, Mama. Das nächste Mal gehen wir lieber wieder in den Park. Jetzt sind meine Gummistiefel ganz dreckig. Dann darfst du sie eben draußen nicht mehr anziehen. Und jetzt habe ich immer noch nichts für meinen Biologieunterricht. Wie wär's denn damit? Nein, tu den weg! Und hier kannst du noch ein bisschen Wasser vom Teich für ihn haben. Nein!
Gleich seht ihr eine weitere Folge von Rapper Zappa. Ja! Los, Rapper Zappa! It's so easy being me, I'm Hard Henry. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Dem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? No. Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich hab den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfee schon sein? Oh. Jetzt hab ich dich, Zahnfee. Mieze? Ja! Zahltag! 2 Euro! Ja! Ich hab die Zahnfee ausgetrickst! Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry, komm sofort hier runter. Ich komme, Mama. Mit lieben Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry, ich sag's nicht nochmal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee. Henry? Wieso sind beide Bonbongläser leer? Mieze, böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang keine Bonbons. Was? Nein, Mama, das kannst du nicht machen. Papa sagt Mama, das kann sie nicht machen. Ich wäre für 2 Monate. Aber das ist gemein. Was soll ich denn zwischendurch essen? Du kannst einen Apfel haben. Obst? Au! Was? Ich glaube. Ja, schau! Mein Zahn! Er wackelt! Schau! Stimmt, er sieht locker aus. Locker? Er ist schon so gut wie raus. Ha, wenn die in der Schule das sehen. Jetzt muss die Zahnfee aber wirklich blechen. Noch ein Biss. Und dann. Ich hab ihn verschluckt!